Hei, kjære kundler. Jeg sitter i Arendal. Det er august, og det begynner å bli kaldt. Dette er hjembyen min. Dette er jeg vokst opp. Das war meine Tochter Cornelia, die euch Kundler herzlich begrüßt hat. Sie hat gesagt, dass sie jetzt hier in Arendal ist. Das ist ihre Heimatstadt, in der sie aufgewachsen ist. Herzlichkeit und Gastfreundschaft sind zwei wesentliche Merkmale im Land der Elche, Bären, Lachse, Seeadler, der Mitternachtssonne, der Winterstürme, der unzähligen Buchten und Fjorde, im Land des Rufus, Norwegen. Arendal liegt rund 400 Kilometer südlich von Oslo in der Nähe von Kristiansand. Dies ist auch der Ausgangspunkt unserer kleinen Reise in den Süden Norwegens. Bereits der Flug über Amsterdam nach Kristiansand bot uns Gelegenheit, die massiv angekündigte Sonnenfinsternis aus einer ungewöhnlichen Perspektive zu erleben, nämlich in 12.000 Metern Flughöhe. Diese Bilder entstanden knapp vor Mittag und man meinte, in die Nacht zu fliegen. Zurück auf festem Boden. An Regentagen sind kurze Ausfahrten entlang der Küste besonders beliebt. Nachdem in Norwegen kleine Städte ein eher niedriges Verkehrsaufkommen haben, kann man sich mit dem Pkw auch in enge Gassen wagen, besonders wenn ein Einheimischer am Steuer sitzt. Dieses Haus wird von den Einwohnern als Bügeleisen bezeichnet. In Gjeving endet die Straße. Doch von der Anlegebrücke in Gjeving kommt man mit dem Linienschiff oder dem Taxiboot weiter nach Lingør. Für viele Urlauber ist jedoch schon Gjeving das eigentliche Reiseziel. Das heutige Gjeving ist geprägt von den neuen Feriensiedlungen und internationalem Tourismus. Zentrale Bestandteile der Fremdenverkehrsgemeinde Gjeving sind der Ort selbst und der Lingørfjord Marina. Hier herrscht vom zeitigen Frühjahr bis in den Spätherbst hinein pulsierendes Leben. Die neuen Hüttensiedlungen des Ferienzentrums wurden vom Architekten mit den Gedanken entworfen, moderne Standards mit der historischen Küstenarchitektur in Einklang zu bringen. Hier auf dem Quai kann man die norwegische Südküste in vollen Zügen genießen. Ebenso erwarten einen bei einer kleinen Bootsfahrt der Küste entlang wunderschöne Bilder.
Das am Meer gelegene Lingör ist mit der Auszeichnung Bestbewahrte Ortschaft Europas geehrt worden. Dies verdankte seiner gut bewahrten Architektur aus der Glanzzeit der Segelschifffahrt. Die Dampfschifffahrt setzte dieser Blütezeit jedoch ein Ende. Arbeitsplätze gingen verloren und die meisten Einwohner verließen den Ort. Die Häuser verblieben im Familienbesitz und werden heute als Ferienhäuser genutzt. Lingör besteht aus 4 Inseln, hat ca. 100 Einwohner und eine Schule. Im Sommer ist Lingör ein beliebter Urlaubsort. Dieses Tal in seiner ganzen Länge bietet seinen Besuchern Erlebnisse wie kaum ein anderes Reiseziel. Hier finden Kultur und Tradition ihren lebendigen Ausdruck in der Kunst der Mineralien und Handarbeiten aus den Anfängen der Erdgeschichte. Museen geben Einblick in die Eisenproduktion zur Wikingerzeit, in Baustile, in die Kunst der Malerei.
Norwegen bietet nicht nur vieles an Kultur und Handwerk. Neben allen Arten des Wasser- und Wintersportes entwickelt sich Golf immer mehr zum Massensport. Zum Unterschied von Österreich kann sich in Norwegen Golf nahezu jeder leisten. Und Grünflächen sind aufgrund der Größe des Landes genug vorhanden. Nicht nur für den letzten Frieden finden sich hier schöne Plätze. Wer Ruhe und Entspannung sucht, kann kaum ein schöneres Land als dieses finden. Ideal zum Wandern, Angeln, Bären pflücken oder relaxen. Biber und Elche sind hier zu Hause. Ferienhäuser wie diese bieten 10 Personen Platz und kosten pro Woche rund 20.000 Schilling. Küche, Bad, mehrere Zimmer, eigenes Schwimmbad, Komfort, jede Menge. Die Hillestad Galerie gehört zu den bekanntesten Ausstellungshäusern dieser Region. Die bekanntesten Künstler dieses Landes stellen hier regelmäßig ihre Arbeiten aus. Dann kann ich es jetzt ein bisschen zusammenfassen. Ursprünglich ist das hier ein Bauernbetrieb, ein Bauernhof gewesen. Und für hiesige Begriffe sehr groß. Der umfasst 30 Quadratkilometer. Also bis zum Tal hinunter sind es 5 Quadratkilometer. Also da gehört dazu das ganze Felsengebirge, das Gebirge herum und der Wald. Und das sind große Jagdplätze. Aber es waren hier zu wenig Arbeitsmöglichkeiten und Arbeitsplätze. Und da haben sie angefangen, neu zu denken. So hatte ich Sau und Gris fram till mitt på 60-talet, 5-6-67. Da slutta vi med det og starta en plastfabrikk i disse samme bygningene. Bis in den 60er Jahren hatte er Schweine und Schafzucht gehabt und dann haben sie hier angefangen eine Plastfabrik in diesem gleichen in diesem Gebäude zu machen. Samtidig så startet jeg selv en smykkeproduksjon hvor jeg skulle være designer. Og kona mi med arbeidet med smykkeproduksjoner i 10 år før vi tog inn andre designere. Da hadde jeg gleichzeitig als Schmuckdesigner angefangen. Und seine Frau hat diese Arbeiten, die er designt hat, gemacht. Und nach 10 Jahren haben sie dann andere Designer dazu genommen. Um den Erwachsenen einen ruhigen Museumsbesuch zu ermöglichen, hat der Besitzer vor dem Haus einen Kinderspielplatz errichtet. Zurück zum Ausgangspunkt unserer kleinen Rundreise. Zurück nach Arendal. Jeden Samstagvormittag ist in der Stadt Markttag. Wie in allen Städten tummelt sich auch in Arendal das Volk aus dem Umland in den Straßen. Heilsame in aller möglichen religiösen Farben nutzen die Gunst der Stunde und sammeln für irgendeine wichtige Sache.
Arendal wird auch Venedig des Nordens genannt. Die Stadt wurde nämlich auf 7 Inseln mit einem Netz von Kanälen herum errichtet. Ihre Blütezeit erlebte sie in der Ära der Segelschifffahrt. 1870 verfügte die Hafenstadt über die größte Segelschiffflotte Norwegens. Die Atmosphäre dieser Zeit kann man heute noch in den alten Gassen und am Hafen spüren. Die dicht besiedelten, mit dem Festland teilweise fest verbundenen Inseln liegen da wie idyllische Vorstädte von Arendal. Noch einmal fahren wir die wunderschönen Wasserstraßen ab, um dann endgültig Abschied von Norwegen zu nehmen. Abschied vom Land des Rufus.